Wir haben Lukas Fallenhaus überlebt. Wir sind rausgekommen. Check nochmal kurz das Inventar. Das sieht alles noch ganz gut aus. Und verfolgen ihn jetzt. Gucken wir mal, jetzt rauskommen hier. Okay, sieht nach Sumpfhaus aus. Okay, oh, sieht danach aus, als wenn wir hier nochmal einmal Flintenmunition finden, was ziemlich cool ist. Und dass wir das Drehrad brauchen. Also das Drehventilrad, besser gesagt. Ja, die Kurbel, da haben wir sie. Die holen wir uns. Zieht! Okay, Steg ist oben. Irgendwie traue ich der Sache nicht. Ich komme mir. Boah, also Steg im Nirgendwo. Warum? Wieso? Wieso baut man denn hier so eine Berg- und Talbahn? Und krumm mit Kurve links, Kurve rechts. Kann man denn hier einfach gerade was bauen? Ist ja jetzt nicht so, dass hier mächtige Bäume im Weg sind, irgendwie, die man nicht irgendwie mal beseitigen kann. Okay, wir schauen mal erstmal hier rechts. Okay. Oh nee, das muss ich hier erstmal. Sorry, Leute. Ich muss das mal ganz kurz ändern. Das geht nicht. Das macht den ja über. So, jetzt haben wir erstmal wieder unser Setting. Wieder, was wir vorhin hatten. Und ich werde wirklich echt dankbar, wenn jetzt hier keine Fallen mehr von Lukas aufgestellt sind. Ich problemlos das Zeug wegkommen kann. Ich sehe aber schon, dass wieder relativ viel Brennstoff irgendwie hier liegt. Pistolenmunition haben wir auch. Wieder sehr drastisch. Ah, okay, alles klar. Erstmal hier die Brücke hochgezogen. Da komm mal, los. Schön abgeknuspert. Bitte. Hallo? Oh, oha, okay. Jungs. Muss man mal leider so sagen. Nicht liegen. Ah.
zweimal ordentlich einen einkassiert, wieder auf gelb, es ist doch zum Kotzen. So. Mann. Scheiße. Flammenwerfer. Mit den hier bei Ehens oder was? Nein. Wieso? Oh, fuck. Einfach schnell Hände waschen. So, denn mit gewaschenen Händen lässt sich immer besser Monster töten. So, okay, haben wir denn jetzt hier noch irgendetwas? Ich glaube. Ah, okay. Oh, hallo, da ist aber hier. Nice. Okay, okay. Also hier ist ja ordentlich bei, ne? Schön. So eine Räume könntet ihr wirklich öfters geben. So, okay. Ich würde mal erstmal vielleicht die Kurbel wieder zurückpacken. Mittel, denke ich mal, ja, auch erstmal nicht. Ich würde mir die Arznei hier mit rüberpacken. Dann haben wir wieder drei, das ist ganz gut. Habe ich noch Festbrennstoff? Nö, habe ich nicht. Flammengranaten, 8 Flammengranaten. Rüber damit. Das Psychotonikum lasse ich mal noch hier drin. Das kommt damit hin. Okay. Wir machen uns noch mal einmal stark im Mond. Das Kraut. Ja, holen wir auch erstmal raus. Knister, knister, knister. So. Zack. Nach jedes Mal. Schawums, Schawams. Super, dann haben wir wieder 30 Schuss, das ist ganz gut. 15 normale. Das klinken wir uns jetzt mal ein. Oh. Oh. Wo ist denn das? Okay, kommen wir erstmal nicht hin. Haben wir den. Ah, oh, schau, schau, schau. Da haben wir noch was. Übersehen. Da gehen wir doch gleich mal hin. So, ich hoffe, diese ollen Ölmonster spawnen jetzt hier nicht wieder. Was ist denn das? Jawoll! Eine Kugel. Immerhin. Immerhin. Ja. Okay. So. Okay, da komme ich auf jeden Fall nicht rein. Oder ran, besser gesagt. Da oben ist noch was. Okay, sonst noch was zu finden. Nö, nö, nö. Hey, Ladies! Und du?
Du bist Zoe oder wer? Zoe? Zoe, ich... Nicht jetzt. Wir haben keine Zeit. Hast du beide Materialien? Nee, noch nicht. Noch nicht, noch nicht. Schibi, 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 schibi. Jetzt hier. Jetzt mal ohne Scheiß. Wie wirkt denn dieser Raum auf euch? Hm? Also könnt ihr wetten, ihr kommt gleich wieder hier Margaret. Jetzt hat wieder so ein Spinnending bestimmt. Okay, also wollen wir vielleicht doch mal ein bisschen gucken, dass wir vielleicht noch ein bisschen Munition oder irgendwas mitnehmen oder halt eine bessere Bewaffnung. Wer weiß, wer weiß. Okay, gut, die kann erstmal zurück. Die kann zurück. Den packen wir erstmal ein. Die Flinte kommt rüber. Flintenmunition, Pistolenmunition, hey, komm, die nehmen wir noch mit. Kraut. Wir haben dreimal Medizin. Das ist erstmal ganz gut. Du willst den Arm und den Kopf. Ja, was willst du mit zusammengebundenen Händen was machen, oder was? Warte, erstmal mit dir los, schnell, Möchskin. Mein Vater und Lukas sind nicht weit weg. Er kommt. Daddy kommt. Wer kommt? Gut. Daddy kommt? Wir haben genug für zwei. Daddy kommt? Wenn wir das Serum hergestellt haben, was dann? Rucksack. Das ist ein Boot. Damit fahren wir durch den Sumpf. Aber einer von uns beiden wird ohne Serum weit kommen. Was ist... Was? Serum nehmen. Sehr schön. Hey, eins davon ist meins. Oh! Oh! Was ist... Was? Oh, verdammt! Oh, das ist verdammt! Alter, wie sieht verdammt aus? Alter! Oh Scheiße. Oh, nee. Mach doch mal locker. Das nervt langsam, Jack. Oh ja. No. Scheiße. Also, ich glaube, ich komme hier. Alles gut? Also, können wir was machen? Oh, nachladen, ja, bitte. Okay, also, das ist definitiv. Seine Schwachpunkte. Ich werde geschossen. Mann, wieso denn? Soll ich getan? Ich bin so ein
genug, Alter, aber ein Kill. Wart nach, Junge, komm. Und, und. Oh. Du bist das Hütchen. Oh, hohoho. Komm hoch, wo ist die Leiter? Wieder hoch. Nicht doch. Oh, und 10 Minuten, Alter, und 10 Minuten. Wir müssen uns mal schnell die Hände waschen. Du wirst einfach im eigenen Blut ersticken, ehe ich. Fertig bin, du und das Stück. Los! Alter, ich glaub's ja nicht. Du bist klein wie ein Spielzeug. Oh, shit, was hier nur passiert hier? Oh. Warum immer sterben hier? Lad nach, Alter, lad nach. Los, Leiter, hoch, Junge. Das ist nicht gut hier, komm. Seh durch! Flintenmunition gut. Flintenmunition gut. Wo hat er denn hier noch so ein Bündchen? Wie denn? Wo denn? Wo ist er denn? So, Munition, nehmen wir alle jetzt. Oh, lass mich! Wieder hoch, Mann! Oh, nicht hoch! Lad nach, Mann! Verdammt, die Macht. Oh. Na, leck mich doch, Alter. Wir haben nur noch eine Spritze. Und wir haben eine Menge Kisten irgendwie übersehen. Also nicht übersehen, aber wir sind nicht angekommen. Ich bin nicht angekommen. Weil ich ein Noob bin. Ich hier einfach nur vor Vater weggerannt bin. Scheiße. So. Gibt's hier noch irgendwas zum Mitnehmen? Hallo? So, ich muss da eins verwenden. Jetzt ist nur eins übrig. Es ist nur noch eins übrig? Es kann doch nicht nur eins übrig sein. Was zur Hölle machen wir jetzt?
Oh, scheiße. Oh, jetzt muss ich mich hier entscheiden. Was scheiße. Okay, gut. Lass uns kurz überlegen. Zoe hat uns geholfen und hat uns hier durchgelotst. Hat das Serum gemacht und war eigentlich auch immer recht cool irgendwie zu uns und immer fair, ne? Irgendwie. Aber sie gehört zur Familie. Auf der anderen Seite haben wir Mia. Und Mia ist eigentlich unsere Freundin, weswegen wir eigentlich hier in Dalvi sind, um sie zu retten. Aber auf der anderen Seite hat sie unsere scheiß Hand abgehackt. Und uns angegriffen und mit dem Messer und mit der Kettensäge. Also, ich weiß nicht. Also, was würdet ihr machen? Irgendwie, würde mich mal interessieren. Irgendwie haut's mal in die Kommentare. Schreibt einfach Mia oder Zoe unten rein. Irgendwie. Und, also, ich bin mal gespannt, irgendwie, für wen ihr euch entscheiden wollt. Ich bin jetzt ehrlich gesagt wirklich unentschlossen. Die Frage ist, passiert irgendwas, wenn ich gar nichts mache, irgendwie? Wenn ich nehme einfach ein Boot und die Kirche selber die Spritze hin und so. Fuck. Okay. Tja. Scheiße. Okay. Ist okay. Ich war dumm zu denken, ich könnte fliehen. Aber Zoe, geht. Geht schon, ihr beiden. Komm mit uns. Es gibt sicher jemanden, der helfen kann. Hier ist mein Zuhause. Offenbar gehöre ich hierhin. Ich werde Hilfe schicken. Brauchst du nicht. Es wird niemand zum Helfen mehr hier sein. Entschieden. Fühlt sich nicht richtig an, irgendwie. Also, aber irgendwie, wir müssen ja unsere Freundin hier rausholen. Irgendwie. Ethan? Oder? Vielen Dank. Wen hätte ich denn sonst wählen sollen? Ja, zick mal jetzt noch rum. Mia, ich weiß, du hast viel durchgemacht. Wir müssen reden. Ja, das ist das Mindeste, was wir machen. Du hast was damit zu tun, nicht wahr? Sieh doch, ich will nur die Wahrheit wissen. Ethan, ich erinnere mich wirklich nicht. Versuch's. Ist das das Boot? Wie ist das nur hierher gelangt? Ja. Du bist in Ordnung. Was zur Hölle war das? Nein! Was zum Teufel? Was ist das?